Guten Abend beim Runden Tisch. Ich begrüße Sie zu einer Diskussion über Hass und Hetze und wie Corona unsere Gesellschaft verändert, vielleicht in Teilen radikalisiert hat. Der Suizid der oberösterreichischen Gemeindeärztin Lisa Maria Kellermeier hat die Debatte darüber neu entfacht, ob wir terroristische Tendenzen, antidemokratische Propaganda und gewaltdurchdrungene Sprache zu sehr unterschätzen. Meine Gäste am Runden Tisch heute sind die Social-Media-Expertin Ingrid Brodnik, schönen guten Abend, der Lungenfacharzt und Leiter der Inneren Medizin und Pneumologie an der Klinik Floridsdorf, Ashang Walipur. Guten Abend. Der Vorstand am Institut für Ethik und Recht in der Medizin an der Universität Wien, Ulrich Körtner. Schönen guten Abend. Und der Politikwissenschaftler an der Universität Salzburg, Reinhard Heinisch. Ihnen allen herzlich willkommen. Herr Walipur, Sie waren bei der Gedenkveranstaltung, bei der Mahnwache, die wir am Beginn der ZIB 2 auch in einem Bericht gesehen haben. Welche Botschaft soll denn da an wen gerichtet werden? Also ich sehe es als eine Mahnwache. Das ist zum einen ein Andenken an die verstorbene Frau Dr. Kellermeier, die ja ihre Berufung als Ärztin mehr oder weniger im Dienste der öffentlichen Gesundheit gestellt hat und versucht hat und auch in ihrem Job ihr Menschen geholfen hat. Und angesichts der sozusagen Rahmenbedingungen, die wir wahrscheinlich auch noch zum Teil diskutieren werden, ja bedauerlicherweise verstorben ist. Und ich denke, das war ein sehr solidarisches und friedvolles Zeichen. Zum einen im Sinne einer Anteilnahme, zum anderen aber auch sehe ich das als eine Art Stärkung des Gesundheitspersonals und all jener Menschen, die eigentlich daran interessiert sind, hier öffentlichkeitswirksam Aufklärungsarbeit zu leisten, Gesundheitsdienste zu leisten und sich klar positionieren gegen Hass und Hetze. Trauer, Solidarität, aber ist es auch nicht doch eine Botschaft an jemanden, eine Mahnung an jemanden, ein Appell an die Politik oder an die Gesellschaft? Ich glaube, es ist ein Appell an alle, an uns selbst und auch an alle, die um uns sind. Das sei die Politik, das seien alle mehr oder weniger Personen, jeder im Kleinen und aber auch im Großen. Natürlich, dass wir mit all dem, was die letzten 1,5, 2 Jahre jenen Personen passiert ist, dass wir dem Einhalt gebieten sollen. Und ich erwarte mir das natürlich auch von allen Personen, dass man hier ganz klar, wie gesagt, im Kleinen oder im Großen sich dagegen auch positioniert und sagt, nein, wir wollen das nicht. Wir wollen weder in so einer Gesellschaft leben. Wir positionieren uns gegen Hass oder Terror im Internet, aber auch in persönlichen Anfeindungen. Das Gesundheitspersonal, das seit 2,5, 3 Jahren hier wirklich wertvolle Dienste leistet, im Sinne der Gesundheit der Menschen, diesen Anfeindungen täglich ausgesetzt zu sein. Ich glaube, damit sollten wir definitiv aufhören. Der Organisator der Veranstaltung, Daniel Lander, hat in einem Statement heute auch gesagt, es ist schon auch der Appell, aus seiner Sicht jedenfalls genau aufzuklären, was denn da passiert ist in Oberösterreich, also in diesem Fall der Ärztin Kellermeier. Gibt es aus Ihrer Sicht da so etwas wie ein Fremdverschulden, natürlich nicht im juristischen Sinn, aber eben im übertragenen Sinn, mittelbar durch die Hetze im Netz? Ja, ich hole kurz aus. Ich war auch bei dieser Veranstaltung am Stephansplatz. Und für mich persönlich war es einerseits eine Würdigung dieser Medizinerin, ihres Schaffens, eine Wertschätzung, aber ich glaube zweitens schon auch ein Unverständnis, wie so etwas passieren kann, wie nicht genügend Schutz für Betroffene mitunter vorkommt. Nämlich in diesem konkreten Fall, ich glaube, der muss jetzt öffentlich aufgearbeitet werden und ganz genau geschaut werden, was war die Rolle der Exekutive, was war die Rolle der Justiz. Denn es kann nicht sein, dass eine Frau öffentlich über die Gefährlichkeit eines Virus warnt, dann von Menschen, die dieses Virus leugnen oder kleinreden, gefährlichst bedroht, fertig gemacht wird, auch hohe finanzielle Kosten übernimmt, um sich zu schützen, weil der Staat diesen Schutz nicht übernimmt, sie das öffentlich anspricht und stellen Sie sich vor, die Polizei in Oberösterreich erklärt dann auch noch, sie würde sich in die Öffentlichkeit drängen und quasi kritisiert das Opfer. Und das ist, glaube ich, der eine große Vorwurf, der auf jeden Fall im Raum steht, dass hier jemand, der Schutzbedürfnis gehabt hätte, stattdessen sogar noch öffentlich diskreditiert wurde oder lächerlich gemacht wurde. Das ist ein Problem. Und zweitens muss man sich in diesem Fall anschauen, einerseits gibt es Lücken bei der Rechtsdurchsetzung, weil gefährliche Drohung ist in Österreich verboten. Es ist nicht erlaubt, Leuten zu sagen, ich werde dich und deine Mitarbeiter umbringen. Das ist nicht erlaubt. Aber woran hapert es dann? Und ich glaube schon, dass in diesem Fall, dass wir daraus lernen können. Einerseits, wo sind die Hürden in der konkreten Rechtsdurchsetzung und vielleicht auch in der Rechtslage?
Darauf wollen wir dann auch noch zu sprechen kommen, aber Sie sind der Meinung, da hat es doch einige Bereiche gegeben, Institutionen, Organisationen, Sie haben die Polizei angesprochen, auch die Ärztekammer hat die Frau selbst ja ein Stück weit, die Oberösterreichische Ärztekammer, ein Stück weit kritisiert und somit das spätere Opfer zur Täterin gemacht in gewisser Weise. Sehen Sie da auch eine Mitschuld, die nicht nur bei den Hetzern liegt, Herr Heinisch? Nee, ich würde so sagen, wir haben auf der einen Seite nicht Personen, die ihren Job machen, die an die Öffentlichkeit gehen und als Einzelmenschen warnen und das neben ihrem Beruf auftreten. Auf der anderen Seite haben wir natürlich eine organisierte Hetze, treten Politiker auf, treten Gruppen auf, die das teilweise programmatisch betreiben. Und da ist eine Organisation aus den Einzelmenschen. Und daher glaube ich, aus dieser Konfliktlage zwischen Einzelmensch und einer Gruppe, einer politisch organisierten Masse, die das betreibt, entsteht für den Staat auch ein Anspruch, diese Einzelmenschen zu schützen. Die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen sind ja jetzt nicht vorbereitet darauf. Die haben auch keine Ausbildung dazu. Die machen das ja ehrenamtlich nebenbei, weil sie an diese öffentliche Mission glauben. Und wer schützt die dann? Und das ist die Aufgabe des Staates, hier mit den Möglichkeiten des Staates, hier diese Personen zu schützen. Herr Görtner, es ist ja bemerkenswert. Jetzt gibt es so gut wie keine Maßnahmen mehr. Man muss kaum noch wo eine Maske tragen. Gerade heute sind die Quarantäneregeln so gut wie abgeschafft worden. Und trotzdem gibt es diese Radikalität noch. Bleibt uns dieser Hass, der sich jetzt aus der Pandemiediskussion gespeist hat, über das Ende des Virus, so das einmal kommen sollte, hinaus erhalten, glauben Sie? Ich fürchte ja. Und ich möchte das auch noch in einen etwas breiteren Kontext stellen. Das Virus und die Debatten über die Maßnahmen haben zweifellos zu Radikalisierung und Polarisierung beigetragen. Aber das ist ja nur eine Facette. Wir haben auch andere Themen, bei denen wir eine solche stärkere Polarisierung erleben. Zum Beispiel gibt es das Austrian Corona Panel Project an der Uni Wien, das gezeigt hat, dass also erkennbar gehäuft Menschen, die Verschwörungstheorien im Zusammenhang mit Corona anhängen, auch Verschwörungstheorien im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg und anderen internationalen Konflikten anhängen. Und das heißt, wenn Sie zum Beispiel jetzt auch noch mal sich anschauen, etwa Radikalisierung in den USA, was da mit Donald Trump passiert ist, oder wenn Sie sich anschauen, die prekäre Lage in Frankreich, wo ein Präsident mit Ach und Krach wiedergewählt worden ist, keine Mehrheit im Parlament hat, und so könnte man das noch an anderen Stellen sehen, dann haben wir es mit einem größeren Umfeld zu tun, bei dem wir jetzt in Österreich sozusagen jetzt einige Spezifika durchdiskutieren können. Aber dieser große Zusammenhang ist da. Und das, was ich auch hier gerne sagen möchte, ist, abgesehen von der tiefen Betroffenheit, die ich auch habe über diesen Todesfall und wie es dazu gekommen ist, da ist nicht ein Mensch, wie auch der Bundespräsident, fand ich, erst etwas unglücklich geschrieben hat, gewesen, der sich entschieden hat, nicht zu leben, sondern ich würde wirklich sagen, die ist in den Tod hineingetrieben worden. Nicht jeder, der solchem Druck ausgesetzt ist, wird sich deshalb gleich unbedingt das Leben nehmen, aber da ist ein ganz deutlicher Zusammenhang, wo man sagen muss, das kann einfach eine Gesellschaft nicht ertragen. Und das andere ist, wir müssen auch noch mal einmal mehr wieder fragen, wie ist denn eigentlich die Politik, das Management dieser Pandemie gelaufen? Wenn man jetzt sagt, Maßnahmen werden eh zurückgenommen, glaube ich, befriedet das nicht, sondern das ist bei denen, die jetzt schon sozusagen hardcore solchen Verschwörungstheorien anhängen, so dass man dann sagt, na ja, da sieht man, die haben sich von vornherein da auf ein falsches Gleis begeben. Und die Politik hat durch die Art und Weise, wie sie reagiert hat oder auch eben inkonsistent gehandelt hat, diese Radikalisierung, würde ich sagen, noch befeuert. Aber das ist eben wirklich ein größeres Thema. Konkret noch letzte Bemerkung zu den jetzt auslaufenden Quarantänepflichten. Als Nichtmediziner, aber immerhin Medizinethiker, kann ich nicht verstehen, wie man jetzt also für den Bereich der Kliniken oder auch Pflegeeinrichtungen, also wo es um besonders vulnerable Gruppen geht, da jetzt auf einmal meint, da könnten dann Leute, wenn sie dann nicht so massive Symptome haben, auch trotz Corona-Infizierung weiterarbeiten. Das klingt jetzt ein wenig so, frage ich den Politologen noch einmal, dass es gleichgültig ist, welche
gesundheitspolitischen Maßnahmen in Zusammenhang mit Corona getroffen werden, eine Entspannung auf diesem Konfliktfeld, über das wir da jetzt reden, das also ein teils gewalttätiges Konfliktfeld ist, gar keine Auswirkungen haben werden. Ja, ich glaube, der Mechanismus ist folgender. Als Nicht-Fachperson brauche ich, wenn ich damit ich Fachleute ernst nehme, brauche ich Vertrauen. Wenn jetzt Parteien oder wenn Gruppen auftreten, die dieses Vertrauen unterminieren, weil der Populismus davon ausgeht, dass Eliten gefährlich sind, korrupt sind und dass es einen Gegensatz gibt zwischen dem Volk und den Eliten und ich das Vertrauen ihnen und dann noch definiere, wer ist eine Elite, einmal sind es die Ärzte, dann sind es die Wissenschaftler. Wenn ich diesen Mechanismus habe, dann ist natürlich, dann müssen sich diese Gruppen fragen, dass sie schuld sind, dass die Menschen kein Vertrauen in Fachleute haben. Und das ist der Mechanismus. Und daher glaube ich, muss man ein Gegennarrativ aufbauen, um dagegen vorgehen zu können. Warum glauben Sie, ist das so verloren gegangen in die Fachleute? Ärzte haben einmal Götter in Weiß ist so eine Phrase, die aus früheren Jahrzehnten stammt, ein ganz anderes Narrativ sozusagen oder in einem anderen Narrativ gespielt, sind anders wahrgenommen worden. Gerade jetzt in einer gesundheitspolitischen Ausnahmesituation hat sich das so extrem gedreht. Womit sind Sie da konfrontiert, nicht nur Sie persönlich, sondern Kolleginnen und Kollegen von Ihnen? Ja, also ich glaube, dass da vielfältige Gründe dafür mitunter verantwortlich sein können. Zum einen hat sich einfach auch die Kommunikation, glaube ich, in einer Art und Weise präsentiert, wie sie dann schwierig war für die Betroffenen, sprich für die Bevölkerung zu verstehen. Also ich glaube, klare Kommunikation ist einmal das Um und Auf. Wir haben ja dieses Wechselspiel zwischen Pandemie ist vorbei und Pandemie ist nicht vorbei. Impfung schützt komplett oder Impfung schützt nur partiell. Also das waren vielfältige Themen, die dazu beigetragen haben, dass man so Zug um Zug ein bisschen möglicherweise an Vertrauen eingebüßt hat. Das ist das eine. Zum Zweiten glaube ich, Sie haben es selber gesagt, die Rolle eines Mediziners oder einer Medizinerin heutzutage ist eine, die ja immer mit einer Aufklärungspflicht sowieso verbunden ist. Daher habe ich bis heute dieses Thema rund um Corona-Leugner oder Impf-Verweigerer nicht verstanden, weil jede Person, die entsprechenden Informationen bekommen hat und eingewilligt hat zur Impfung, die hat ja eingewilligt nach Aufklärung über etwaige Risiken und Nebenwirkungen und den möglichen Nutzen. Und jetzt, Sie haben es eingangs schon gesagt, es gibt ja derzeit eigentlich überhaupt keine relevanten Maßnahmen mehr, gegen die man sich zurzeit richten kann. Ich frage mich allen Ernstes, worüber diskutieren wir eigentlich noch? Es gibt eigentlich faktisch, bis auf die Quarantänediskussion, die wir zurzeit noch ein bisschen führen, kaum mehr eine Maßnahme, die relevant ist. Also müsste man eigentlich festhalten, mit dem heutigen Tag sofort müssten alle Impfverweigerer, Corona-Verweigerer, was auch Leugner, wie auch immer man die bezeichnen möchte, alles liegen und stehen lassen und sagen, danke, ist erledigt, widmen wir uns vielleicht einem anderen Thema oder hoffentlich nicht. Aber ein Punkt noch, weil Sie gesagt haben, wieso, womit man als Mediziner oder als Pflegeperson, also wir sehen schon in den letzten Jahren Zug um Zug, dass Gesundheitspersonal eben angefeindet wurde. Diese Belastung standzuhalten ist nicht so ohne. Wir haben tagtäglich teils unter sehr harten Bedingungen zu arbeiten. Das gilt von der Pflege über alle Mitarbeiterinnen im Gesundheitspersonal. Und da würde ich mir einfach auch wünschen, dass da wirklich auch die Politik klipp und klar den Rücken stärkt. Und zwar ohne Wenn und Aber. Und wenn man sieht, dass in der Öffentlichkeit eine Person nicht nur diskreditiert wird, sondern bedroht wird, müssten eigentlich alle sich hinstellen und sagen, das geht nicht, das sind wir nicht, so wie es der Präsident Van der Bellen gemacht hat in einer anderen Situation, so sind wir nicht. Und das wünsche ich mir auch für die Zukunft, denn die Medizin ist für alle da und wir werden jedem helfen, ob er Corona-Kritiker, Impfverweigerer oder sonstiges ist. In meinen Augen ist es sogar brandgefährlich, diese Rhetorik, die Pandemie ist vorbei und auch ehrlich gesagt dieses Aufheben von allen möglichen Maßnahmen. Warum? Weil die Medizin und die Medizinerinnen, die sich hinstellen und sagen, Moment, die Pandemie ist nicht vorbei, ich behandle da Menschen, die sind dann auf einmal die Letzten, die dastehen und sagen, hallo, wir müssen das ernst nehmen und die werden umso mehr zum Feindbild. Also es wäre jetzt eigentlich, gerade jetzt auch die Rolle, dass man sagt, die Pandemie ist nicht vorbei und die Signale, die ausgeströmt werden, ist eher, reden wir nicht mehr drüber. Und ich möchte eines betonen. In den letzten Wochen hat sich so eine Rhetorik politisch verbreitet, so, ja, wir machen das jetzt, um die Gräben zuzuschütten. Und ehrlich gesagt, bei dieser Rhetorik ist eigentlich eher die Gefahr drin, dass man Dinge unter den Teppich kehrt, nicht Gräben zuschüttet. Nämlich so im Sinne von, reden wir nicht, was da alles passiert ist an Aggression, an Gehässigkeiten, an Bedrohungen. Und ich glaube, eine Gesellschaft zeichnet sich nicht dadurch aus, dass wir dann unsere Widersprüche, unsere Unstimmigkeiten einfach nicht mehr drüber reden, sondern dass wir es aufarbeiten. Und die Gefahr ist, dass jetzt teilweise ausgeblendet worden ist, wie sehr Einzelne bedroht, belästigt, niedergemacht worden
worden sind. Und dieser Fall, der zeigt, wie gefährlich dieser Terror ist. Ich nenne es wirklich Terror. Terror von der impfgegnerischen Szene, unterwandert von Rechtsextremen, der Einzelne trifft. Und nur weil die Politik sagt, die Pandemie ist vorbei, ist das für die betroffenen MedizinerInnen noch nicht vorbei. Und dieser Fall, ich wünschte, er wäre nicht passiert. Und man weiß nie, was eintritt, dass jemand so eine Akt setzt. Aber das Schlimme ist, seit Monaten wurde davon gewarnt, dass es eben nicht vorbei ist und dass dieser Terror weitergeht. Darf ich noch was ergänzen dazu? Ich glaube, das ist ein ganz ein wichtiger Punkt. Denn tatsächlich ist es so, was nämlich diese gesamte Hetze und der Terror führt dazu, dass dann vielleicht Stimmen, die nach wie vor um die Gesundheit der Betroffenen kämpfen, dass die damit totgeschweigt werden oder stillgelegt werden. Und das will man ja damit erreichen, dass man eben nicht mehr sich vielleicht um diese Gesundheit oder damit in die Öffentlichkeit geht. Und wenn man solche Bedrohungen bekommt, jeder, wenn er sie bekommen hätte, würde sich da möglicherweise verstecken, ducken. Frau Dr. Kellermeier hat das nicht gemacht, die ist dagegen aufgestanden. Das muss wirklich sehr eindrucksvoll, wie sie das gemacht hat und hat aber offensichtlich sehr stark darunter gelitten. Und daher finde ich das so wahnsinnig wichtig, was Sie sagen. Nein, die Pandemie ist eben nicht vorbei und man hat fast schon schlechtes Gewissen, wenn man sich dann rechtfertigen muss, wieso es welche Maßnahme doch braucht, wie man wem helfen kann und wieso vielleicht trotzdem noch jemand krank ist, im Krankenhaus liegt und vielleicht an der Erkrankung verstirbt, wo jeder andere schon gesagt hat, die Pandemie ist ja eigentlich schon vorbei. Herr Körtner, Sie haben sich zu Wort gemeldet, aber ich möchte es gerne mit einer Frage ergänzen noch, weil die Frau Brodnik angesprochen hat, das klingt jetzt ein bisschen nach Verschweigen, Verdrängen dessen, was passiert ist in der harten Phase der Auseinandersetzung in der Zeit, als es die Impfpflicht-Demos auch gegeben hat, die jetzt doch weniger geworden sind. Das ist aber doch eine Gratwanderung, die eine Gesellschaft immer unternehmen muss. Ein Stück weit ist doch das Verdrängen auch Prozess des Wiederzusammenkommens. Oder ist es ausschließlich das Verhandelns der Sachen bis zum letzten Punkt? In der Politik muss es Kompromisse geben, immer. In einer Demokratie ist das klarerweise so vereinbart. Und das ist völlig d'accord. Aber es kann eben nicht darum gehen, dass da, wo wirklich essentiell in der Substanz Gegensätze bestehen, die, ich kann mich da dem nur anschließen, unter den Teppich gekehrt werden, so sagen wir jetzt mal wienerisch, sagen wir, es war nichts. Und ich möchte jetzt gerade noch mal das Impfthema aufgreifen, denn wenn ich das jetzt richtig verfolgt habe, ist die Frau Dr. Kellermeier ja auch unter anderem gerade deshalb so angegriffen worden, weil sie sich eben dafür eingesetzt hat. Und wenn wir uns noch mal vergegenwärtigen, wie ist das mit dem Impfen bei uns gelaufen? Am Beginn also 2021, als es gerade mal darum ging, überhaupt Impfstoffe zu haben, da haben sich die Leute drum gerissen, da gab es das Wort vom Impfneid und was nicht alles. Plötzlich war genug Impfstoff da. Dann hat man gemerkt, man kommt nicht zu den Zahlen, wo man hin will. Wir hatten damals die Delta-Variante, also sehr gefährlich. Da hat dann die Regierung, ich kann es nicht anders sagen, es war ein Stück weit ein Staatsversagen, in letzter Verzweiflung gesagt, jetzt werden wir eine Impfpflicht einführen, hat das aber auch nicht konsequent gleich durchgezogen, sondern sich Monate Zeit gelassen. Als sie dann zum Gesetz wurde, da waren dann die neuen Varianten da, B5 und wie sie alle heißen. Dann hat man gesagt, also wir machen da jetzt so Eventualbeschlüsse. Und als das Gesetz dann in Kraft getreten ist, das heißt nur sozusagen erstmal pro forma, hat man gesagt, schauen wir erstmal zu, wie sich die Dinge entwickeln. Jetzt ist das ganze Gesetz abgeräumt worden. Nebenbei, ich glaube nicht, dass das eine gute Idee war, das überhaupt abzuräumen, denn das war sozusagen ein Eventualbeschluss. Aber was lernt man jetzt politisch daraus? Ja. Die aus medizinischer Expertise heraus sagen, Impfen an sich ist eine gute Sache, ist nicht das alleinige Mittel, aber etwas ganz Entscheidendes. Die sind doch hinterher von der Politik auf diese Weise doppelt im Regen stehen gelassen worden. Und da finde ich, kann man jetzt nicht einfach sagen, naja, irgendwie müssen wir dann mal sagen, lassen wir das mal alles hinter uns, sondern da ist es wirklich nachhaltig auch, wir hatten schon Vertrauen in die Politik wirklich zerstört worden. Aber die Frage ist ja auch, ob die Diskussion darüber, was alles passiert ist, jetzt dazu führen kann, dass so manche Gräben dann doch wieder zugeschüttet werden. Und ich frage jetzt also ein bisschen ketzerisch in die Runde, ob die Debatte jetzt im Nachklang des Suizids der Frau Kellermeier nicht dazu führt, dass Menschen, die Impfgegner sind beispielsweise, aber sonst nicht jetzt im rechtsradikalen Eck und unter den Hate-Postern und Hetzern zu finden sind, aber Impfgegner sind, damit
in Zusammenhang gebracht werden plötzlich und sich in einem Umkreis ertappt fühlen, in dem sie sich wirklich nicht zugehörig fühlen. Darf ich da eine ganz konkrete Antwort drauf geben? Nachdem dieser furchtbare Vorfall bekannt wurde, habe ich sehr aktiv in Telegram-Gruppen mitgelesen, die impfgegnerisch sind. Und da gibt es unterschiedliche Reaktionen. Das ganz Furchtbare ist, Menschen, die sich regelrecht freuen und die das zelebrieren, dass diese Frau nun tot ist. Und ich muss Ihnen sagen, weil vorher war Ihre Frage, gehört nicht auch ein bisschen was Vergessen dazu, wenn man wieder aufeinander zugeht? Ich glaube, da müssen wir die Grenze ziehen. Es gibt so gehässiges, menschenfeindliches Verhalten, wo nur noch das Feindbild und nicht mehr der Mensch gesehen wird. Das können wir nicht unter den Teppich kehren. Und dann gibt es aber in diesen Gruppen auch Leute, die sagen, aber es ist nicht in Ordnung, solche Bedrohungen zu schreiben. Das gibt es sogar in solchen Gruppen. Und das ist eine Chance. Das heißt, wenn man im eigenen Bekanntenkreis zum Beispiel jemanden hat, der oder die sehr impfkritisch ist und die Person sagt aber, na, das geht zu weit, das geht noch, auf die müssen wir zugehen. Das heißt, ich glaube, es stimmt. Ein bisschen was, wir müssen nicht in 100% deckungsgleich alle sein. Auch rund um die Impfung nicht. Aber ich glaube, die Grenze ist dort, wo Leid, sogar der Tod einer Person bejubelt ist. Das, da können wir nicht mitgehen. Aber es gibt auch Menschen, die wir erreichen können. Das ist eine feine Unterscheidung jetzt im Alltag dann, im Kommunikationsalltag, im Social-Media-Alltag vielleicht. Gelingt uns die als Gesellschaft eine so feine Unterscheidung? Und wird nicht dann auch manchmal die Grenze überschritten und man zieht Leute sozusagen auf die falsche Seite wieder? Naja, wir müssen uns bewusst sein, es ist für die Politik nicht leicht. Es ist sicher schwierig, weil die Politik sieht natürlich die Meinungsumfragen. Sie wissen, es kommt ein schwieriger Herbst auf uns zu. Sie versucht, sich breiter aufzustellen. Aber ich glaube, es ist dennoch, man muss von der Politik auch erwarten, dass sie differenzierter kommuniziert. Ich kann zum Beispiel jetzt vermitteln, die Leute sind mit Forderungen belastet. Man versucht, einige der Gängelungen, der Forderungen zurückzunehmen, wissend, dass es vielleicht wissenschaftlich ungünstig ist oder dass Wissenschaftler Schwierigkeiten damit haben, aber aus einer gesellschaftspolitischen Perspektive kann ich das machen, aber ich muss das halt entsprechend kommunizieren. Das Fatale ist ja, wenn es versucht wird, wissenschaftlich zu argumentieren, wenn man sagt, wir müssen damit leben oder es ist vielleicht gar nicht, das zu verharmlosen. Ich glaube, da ist der Anspruch an die Politik da, hier stärker zu kommunizieren. Wir wissen, dass Parteigänger sehr wohl von Politikern der eigenen Partei beeinflusst werden. Also Politiker von Parteien haben, das ist belastbare Zahlen dazu, sehr wohl einen Einfluss auf ihre Wähler und Wählerinnen. Und das ist eine Verantwortung, die da entsteht. Und da glaube ich, da muss man auch die Politik in die Pflicht nehmen. Ja. Herr Wallipper, Sie wollten das sagen. Ja, also ich glaube, angesichts dieser Meldungen über Impfgegner und Impfkritiker, ich sehe das genauso. Ich glaube, zum einen, Impfgegner sind ja nicht per se schlechte Menschen, um Gottes Willen. Man darf impfkritisch sein. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Und unsere Aufgabe war es ja auch die letzten 1,5 Jahre über das Nutzen-Risiko-Verhältnis einer Impfung aufzuklären. Das heißt, man sollte wahrscheinlich da nicht alle über einen Kamm scheren. Definitiv nicht. Und ich glaube auch, dass in der öffentlichen Wahrnehmung angesichts solcher sehr traurigen Umstände das Gefühl besteht, dass es eine ganz große Gruppe gibt an terrorisierenden oder radikalisierenden Personengruppen. Das sind ja nicht so viele, aber die haben so eine laute Stimme, dass sie viel lauter rüberkommen. Aber was ich noch ergänzen möchte, ich glaube, man muss unterscheiden zwischen auch dem, was uns dahin geführt hat und was wir dagegen tun können. Und ein Weg sicherlich ist, dass wir prinzipiell viel stärker Wissenschaftsaufklärung benötigen in unserem Land. Das beginnt ganz früh, das beginnt in der Schule. Wir haben so ein bisschen über die letzten vielleicht 20, 30 Jahre hat sich so eine Tendenz entwickelt, so alles ist okay, so ein bisschen, fast schon ein bisschen österreichisch. Ja. Es ist alles, man schadet nichts, tut nichts, hilft nichts. Und gerade in der Medizin besteht doch das Grundprinzip der Medizin in unserem Alltag, ist bestimmt durch klinische Wissenschaft. Das heißt, das Wissen, das wir heute haben, Personen mit Herzerkrankungen, Lungenerkrankungen, Krebs zu behandeln, stammt aus der gleichen Wissenschaft, die dazu geholfen hat und beigetragen hat, dass wir Corona aus medizinischer Sicht viel besser in den Griff bekommen haben. Und daher wundere ich mich doch so sehr. Wo sehen Sie diese Kommunikation, wo muss die ansetzen? Das fängt in den Schulen an. Das fängt in den Schulen an und bedarf viel breiterer öffentlicher sozusagen runden Diskussionen. Ich kann mich erinnern. Was können Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen dazu beitragen? Ist das auch etwas, was im Spital in der Begegnung mit Patientinnen und Patienten tun wir regelmäßig die Aufgabe jeder Ärztin, jedes Arztes, allen Personen, die im Gesundheitspersonal sind, ob das in den Ordinationen ist, ob das in den sozusagen volksnahen Fortbildungseinrichtungen ist, wo wir auch sehr viel Laienfortbildungen machen. Aber was mir ein bisschen fehlt, ist, dass aber auch vielleicht noch breiter, auch im öffentlichen Fernsehen, viel mehr Formate wieder da sind, wo man über Wissenschaft, wo man über Aufklärung, wo man über Medizin spricht. Und ich glaube, da könnte man sicherlich noch mal viel mehr tun.
Frau Brunegg, bitte. Ja, ich glaube auch, dass politisch man da mehr machen könnte. Zum Beispiel, dass wenn man erklärt, warum man eine Maßnahme setzt, nicht sagt, die Experten haben uns das empfohlen, sondern sagt, welche Experten das sind. Das ist nämlich Wissenschaftlichkeit, dass ich Quellen angebe. Und das Problem ist, dass wir eine Vermengung hatten, wo Politiker, Politikerinnen häufig sich auf die Wissenschaft bezogen haben, aber dann keine Quellen genannt haben. Also gerade dieses wissenschaftliche Denken, dass man sagt, ich nenne meine Quelle, ich sage genau, ich stelle mich dem Diskurs, das wurde da gerade oft erschwert. Also diese Quellennachforschung, ich mache Transparenz, woher ich auf mich stütze, das ist nicht genügend passiert. Also ich glaube, im Journalismus gab es viele gute Beispiele, politisch gab es aber auch Rückschritte zum Teil. Würden solche Quellenangaben wirklich helfen in einer so komplexen und oft oberflächlich schnellen alltäglichen Kommunikation? Es ist heikel. Also in aller Munde ist der Virologe Drosten von der Charité, der auch üble persönliche Anfeindungen erleben musste und sich dann auch zurückgezogen hat. Also das Ambivalente ist, auf der einen Seite zu guter Wissenschaft gehört es, die Quellen zu nennen. Gefährlich wird es auf der anderen Seite aber, wenn Politik am Ende dann sagt, nur das haben uns die und die angeschafft, wir konnten ja gar nichts sagen. Also das funktioniert nur, wenn man auch wirklich dann dazu steht, dass man entsprechend auch Maßnahmen setzt, weil sonst hat man nachher nur die Experten und Expertinnen wieder an den Pranger gestellt. Das, was die wissenschaftliche Bildung betrifft, da sind wir leider auch in internationalen Studien in Österreich eher Schlusslicht. Es gibt nur noch wenige europäische Länder, wo also Wissenschaftsfeindlichkeit noch größer ist als bei uns in Österreich. Das ist ein großes Thema. Das können sicher nicht einfach Ärzte, Ärztinnen im Einzelnen lösen. Und das Zweite, ich komme noch mal auf die Politik zurück. Mir geht es nicht darum, jetzt einfach Vergangenheitsaufarbeitung zu betreiben. Ich weiß, man muss von Wahl zu Wahl wieder leben, nach vorne schauen. Aber meine große Sorge ist, dass wir im Herbst ähnliche Debatten haben, wie wir sie im letzten Jahr und im vorletzten Jahr hatten. Und da würde ich jetzt mal sagen, im ersten Pandemiejahr hatte keiner eine Blaupause dafür, wie geht man mit sowas um. Im zweiten Jahr sollte man sagen, unter Rückgriff auch auf Expertenwissen, sollte man damit halbwegs umgehen. Im dritten Jahr, wenn man dann wieder hört, das schauen wir uns jetzt aber ganz genau an und im Herbst werden wir dann mal sehen, da muss ich sagen, das kann so nicht funktionieren. Und das wirkt sich dann auch demokratiepolitisch destruktiv aus. Weil klar, diese Gruppen sind noch relativ klein, aber die Ausstrahlungskraft ist recht groß. Und es gibt ja auch politikwissenschaftliche Studien, die zeigen, wenn ich da so, sagen wir mal, 10% habe, mit denen kann ich dann eine Demokratie auch wirklich an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit bringen. Und das ist auch die große Sorge, die ich an dieser Stelle als auch als einfach ein Staatsbürger habe. Diese Kommunikation und Politik, also die Aufgabe, die die Regierenden erfüllen müssen, die Gesellschaft, die mit Widersprüchlichkeit und Komplexität vielleicht ein Stück besser umgehen muss, dazu tragen vielleicht manchmal soziale Medien nicht bei, um diese Komplexität zu transportieren und auch Widersprüche auszuhalten, wenn sich eine Situation ändert. Meine Damen und Herren, eine kurze Runde hier am runden Tisch, in der wir diskutiert haben, was möglicherweise dazu geführt hat, dass die Debatte, die öffentliche Debatte so radikal geworden ist in manchen Aspekten rund um Corona. Ich hoffe, es hat einige Einblicke für Sie gebracht. Der Kulturmontag beginnt jetzt gleich mit etwas Verspätung. Einen angenehmen Abend noch mit ORF 2 und auf Wiederschauen.